suspicious. Some kind of something going on that day. There might be superstition. Some kind of something going on that day. Voodoo time religion. Playing drums in on the Congo Square. All folks on the bayou say a prayer. I think in the distance, all folks on the bayou say a prayer. The voodoo time religion, a playing drums in on the Congo Square. When you hear it on the distance, say a prayer. It's superstitions. When you hear it on the distance, say a prayer. The voodoo pipe religion, they're playing drums in on the Congo Square. Some kind of something going on that day. Might be superstition. Some kind of something going on that day. When the voodoo time religion playing drums in on the Congo Square. Oh yeah, der Congo Square, und keiner könnte im Kongo am Hauptplatz besser spielen auf den Keyboards als er. Clemens Herzog, herzlich willkommen in St. Veit. Grüß dich. Hi Mike. Ja, jetzt weiß man es, er kommt aus Osttirol und ist somit, auch wenn man es bei mir nicht mehr ganz so sehr hört, ein Landsmann aus Lienz. So ist es. Eigentlich bin ich aus Matrei, Wo aber die Campusse herkommen und dort wollten sie dich nicht und dann haben sie gesagt, genau, lasst den Mann Keyboard spielen. Ja? Genau so ist es. Was uns beide, abgesehen davon, dass wir beide aus Lienz oder zumindest du in Lienz jetzt lebst und ich in Lienz auf die Welt gekommen bin, verbindet, ist, dass du in einem Musikgeschäft arbeitest. Lauter Musikalienhändler heute. Chata da Marino, gell? Ja. Und zwar ist das Musikhaus Petutschnik in der Messinggasse. Genau. Und in der Messinggasse habe ich die ersten 12 Jahre meines Lebens verbracht und euer altes Geschäft war genau 2
Blocks neben meinem Elternhaus und ich glaube, ich habe die halbe Jugend dort verbracht. Da hat es dich noch lange nicht gegeben, Clemens. Nein, es ist knapp nicht ausgegangen. Nein, ganz. Leider. Ja, heute seid ihr ein paar Häuser weiter. Wie bist du aufs Keyboard gekommen? War mit der Frage habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, deswegen habe ich sie gestellt, ja. Also ich habe erst Akkordeon gelernt, so musikschulmäßig. Und dann bin ich gleich mal aufs Klavier umgesattelt. Und das hat mir dann einfach gefallen. Ich habe es selber einfach probiert mit einem uralten Klavier. Das haben wir irgendwo her im Keller kaum runtergekriegt. Und es war irgendwie eher so Honky-Tonk-mäßiges Klavier, aber es hat funktioniert irgendwie. Und ja, dann hat es seinen Lauf genommen einfach. Also ein klassischer Autodidakt in deinem Fall? Ja, eigentlich so sagen wir zu 90% Autodidakt. Ja? Ja? War zweimal in der Schule in Klagenfurt am Konz. Aber einmal zum Inskribieren und einmal zum Exmatrikulieren? Oder? Ja, nein, es waren zwei Jahre dazwischen, genau. Ja. Okay, in denen du auch zwischendurch dort warst? Oder ich war da schon regelmäßig dort. Ah ja, klar, warst du tatsächlich. Ja. Aber die Hammond habe ich bei dir immer das Gefühl, das ist so dein Instrument. Ich kann mich erinnern, als wir unsere CD präsentiert haben im März im E-Board-Museum. Das ist ein Jugendcenter, also jetzt muss ich aufpassen, aber so glänzende Augen, als du zum Gerd Brix gesagt hast, ey, darf ich mal auf der Hammond B3 spielen? Das habe ich selten gesehen. Also mein kleiner Sohn, der ist jetzt 4 Jahre, wenn er unter dem Christbaum steht. Ich glaube ja, nicht, das dass er... Ja, das ist sicher vergleichbar. Definitiv. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Vor allem, weil beim Gerd die Instrumente natürlich top beieinander sein und das ist bei einer alten Hammond-Orgel nicht selbstverständlich. Und das ist natürlich dann ein wunderbares Erlebnis gewesen für mich. Ich habe selber leider kein echter Hammond, nur Plastik-Hammond. Aber man hat sich damit beschäftigt, immer schon, der ganzen Musik und so weiter. Jimmy Smith etc. aufwärts. Und der ist schon eine große Liebe von mir. Ja. Ja. Hätte gerne einen. Also wenn einer irgendwo im Keller einen stehen hat, in Kärnten oder Osttirol, mich anrufen. Dann schauen wir das an. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Wobei man sagen muss, dein, du hast jetzt gesagt Plastik, das ist ein bisschen despektierlich für einen Nerd, kommt schon ziemlich zur Weh, oder? Ja, naja, also naja, es ist okay, sagen wir so. Es ist okay. Viel macht natürlich die Spieltechnik bei der Hammond, dass die Hammond so klingt, wie sie klingen, wie man sie hört oder wie man sie kennt. Gibt's ein bisschen, ist ein bisschen andere Spielweise und Spieltechnik wie ein Klavier oder Synthesizer. Ist was Eigenes. Mhm. Ich denke mir oft, wenn ihr Hammond-Orgel spielt, seid ihr mehr Keyboarder oder seid ihr mehr Perkussionisten? Das ist ein guter Vergleich. Es kommt auf die Musik davon, aber es ist natürlich sehr perkussives Spiel auch. Teilweise dabei, ja klar. Und die von den Klänge. Road Blues Band ist froh, dass dieses perkussive Spielen immer wieder mal auf Anfrage auch bei uns ertönt. Clemens Herzog, danke fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke euch.